Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echo. Mal wieder alleine. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Das ist meinem Arbeitsalltag geschuldet. Egal. Auf jeden Fall siehst du, wir haben Fortschritte gemacht am Haus. Wie alle anderen auch. Ne? Also, das da oben ist jetzt das Objekt der Begierde. Es ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch die, ja, ich sag mal, die Terrasse. Ne, hier. Hier soll noch so ein bisschen Terrasse, vielleicht so mit Stelzen oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und da oben natürlich noch der Balkon. Balkonien. Aber, bevor wir mit Balkonien anfangen, müssen wir etwas aufstellen, was ich mir überlegt habe, mit dem wir arbeiten können. Und ich möchte dir erstmal noch ein bisschen das Haus von außen zeigen. Ich spring mal kurz hier rauf zu den. Genau. Zum Gemeinschaftshaus. Ja, damit du mal so ein bisschen einen Eindruck kriegst. Also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier auch ein bisschen die Erde weggemacht hier. Weil, wenn du da Erde hinmachst, ich kann das mal kurz demonstrieren, indem ich den da mal nehme. Dann packt sich das Dach so blöd zusammen. Das sieht kacke aus. So. Das muss doch sowieso, muss das nicht noch weg? Ne, das da muss noch weg. Später. Weil meine Werkzeuge sind jetzt auch nicht mehr so die besten. Von daher, da unten müssen wir dann auch noch weitermachen. Ich habe auch gesehen, es gibt andere Türen noch. Das fand ich ganz cool. Solche Framed Glass. Also wir müssen mal Glasproduktion vorantreiben. Und dann gibt es auch mal andere Türen. Aber jetzt wollte ich erstmal. Und ich müsste es eigentlich hier reinstellen. Aber ich glaube, ich habe da nicht genug Platz außen an der Wand. Weil da ist ja noch das Lager hinter. Ist da eigentlich. Moment mal. Ja, ich habe schon ein bisschen Holz geholt. Bisschen Holz und ein bisschen Stein. Die Steine hatten wir ja eh. Die Steine für die Steinstraße, aber das Holz ist erstmal wichtig. Huppala. Wollte ich gar nicht. Ich wollte es auf. Achso, hier müssen wir ja sowieso. Ne, mal kurz. Sekunde. So. Und, Ja, so. ich mach mal einen kleinen Weg, dass wir da raufkommen. So. Denn. Wo war ich denn stehen? Ach ja. Ja, deswegen ging es nicht, ja. Das war der Plan. Da oben kommt das Badezimmer. Ich mach gleich einen kleinen Rundgang. Ich will nur kurz was hinstellen, dass schon mal was arbeiten kann. Muss nur gucken, wo ich das hinstelle. Denn ich hab mir hier schon mal. Ich hab hier. Ne? Die Sawmill. Und eigentlich will ich die gerne hier in dem Raum haben. Dann machen wir das doch auch, oder? Ja, stellen wir hier in die Ecke. Wollen wir mal kurz gucken. Bis auf Power, aber sie passt in diesen Raum. Ja, das ist cool. Weil ich will nämlich hier, wo sind die Dinger? Sawboards? Nein, Bauholz will ich haben. Bauholz will ich haben. Und zwar 140 Bauholz. Das order ich schon mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo lagert der das? Der lagert das da. Wir haben keine Kiste angeschlossen für Wood Pulp. Gut, das ist nicht so dramatisch. Was wir noch brauchen, ist Strom. Und da werde ich jetzt erstmal, habt ihr gerade schon im Inventar gesehen, hier übergangsweise. Das hat nichts damit zu tun, dass das dauerhaft hier dran bleibt. Es soll ja auch noch ein Sägewerk geben, aber ich möchte halt ein bisschen weiterkommen. Und das ist jetzt, das hängt jetzt, Moment. So, nee, nehmen wir das. So, hier, das hier ist das Badezimmer, das wird das Badezimmer. Ne, deswegen auch die etwas höheren Fenster, dass man beim Duschen mich nicht unbedingt beobachten kann. Hier kommt dann das Schlafzimmer ran, ne, deswegen Zugang, Badezimmer, Flur. Das hier wird der Flur, hier kommt noch irgendwas rein, ich muss nochmal gucken. Das hier wird so eine Art Gästezimmer. Und hier haben wir noch so einen kleinen. Ja, mal gucken, was das wird. Vielleicht wird das so eine Art Bibliothek, Lesezimmer, wo man dann auch auf den Dachboden kommt. Und ich werde mal hier. So, Power Generator 200. Ich hoffe, das ist jetzt weit genug weg, weil ich komme auf die andere Seite vom Dach nicht.
Arbeitest du? Ist das für dich ausreichend? Nein, es ist nicht für dich ausreichend. Okay. Das ist eine zu weite Entfernung. Okay, das wäre jetzt die günstigste oder die platzsparendste Alternative gewesen. Die auch noch gut aussieht, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Okay, komm mal her. So, dann bleibt noch die Möglichkeit. Die Möglichkeit, dass wir das übergangsweise ans Badezimmer heften. Und zwar dahin. Sieht dann zwar nicht so schön aus, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich gerne auch anders. Can't place the blocked. Wovon? Von den Fenstern? Nein. Die Fenster blockieren das? Okay. Okay, jetzt, ja. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das ganz anders. Ah nee, da wird das wahrscheinlich vom. Moment mal, wird das da vom Dach geblockt? Sekunde mal. Mal ganz kurz was testen. Nur mal so testhalber. Das war das Dach, was ihn blockiert hat. Okay. Okay. Das ist, wie gesagt, das ist nur eine Notlösung. Das bleibt da nicht so. Das ist jetzt nur übergangsweise. Und der müsste doch jetzt eigentlich Power kriegen. Das ist doch jetzt weit genug. Ja. Schade, dass man das Ding nicht arbeiten hört. Da hoffe ich mal, dass die noch eine Animation kriegen. Ach, das muss in der Kiste gelagert werden. Und die ist zu weit weg. Die muss noch umgestellt werden. Die steht noch im Weg, aber da sind noch Sachen drin. Moment mal. Komm mal her. Mach das mal alles in den Woodcart rein. Elfer Herdehämmer. So. Zack, zack, zack. Zack. Die soll ja später sowieso dahin. Genau. Ach so. Ja. Macht Sinn. Bauholz außen hin und der redet da von dem Wood Pulp. Das kann man noch für Papier, glaube ich, benutzen und für ein paar andere Sachen. Haben wir noch Pfeile? Drei. Ich würde ja jetzt gerne Essen besorgen. Und hier fehlt noch eine Tür. By the way. Da fällt mir gerade ein, genau. Ich mache das Lumber übrigens für den Zaun, ne? Also ich will ja einen Zaun machen. Dafür mache ich jetzt das Lumber. Und dann auch noch für innen so ein bisschen was möchte ich innen auch mit dem Holz machen. Ich möchte bloß gerade mal gucken. Hier hatte doch jemand. Ja, Glasverarbeitung, genau. Und den, genau. Aber wir haben doch. So, jetzt fehlt nur 15 mal Sand. Und Sand konnten wir entweder aus Stein machen oder direkt Sand holen. Genau. Ach, hier fehlt ja immer noch. Grindstone to Sand. Da war das 15, ne? Bräuchten wir 15 Steine. Lass uns mal. Wie sieht unsere Werkzeugsituation? Sieht noch gut aus. Ja, bis auf die beiden Steinwerkzeuge, aber das ist nicht so schlimm. Haben wir denn hier direkt Sand? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich schnapp mir mal den Wagen und fahre mal runter in die Mine. Und ja, ich. Moment, ist der wie voll?
Ja, das kommt. Aber die Kirche im Dorf, das passt schon. Können wir auch gleich noch ein bisschen Stein holen für das Projekt da. Oder haben wir hier direkt eine Wüste? Da unten noch Sand, wo der Hafen so ungefähr hin soll. Na, macht aber keinen Sinn, das da wegzunehmen. Nee, komm, wir fahren in die Mine. Stimmt, einen Schmelzofen wollte ich auch noch hinstellen. Vielleicht werde ich bei mir noch so ein kleines Häuschen ein bisschen abseits bauen. Wo ich mir dann auch sowas hinbaue. Oh. Okay. Hier ging schon ein bisschen was voran. Ui. Ein Loch ist im Boden, im Boden, im Boden. Ein Loch ist im Boden. Im Boden ein Loch. Oh, hier ist auch noch ein Stockpile. Das ist cool eingearbeitet. So, dann lass uns mal hier kurz. Klöppel die Klöpp, Klöpp. Zack, 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 zack. So. Ah, da haben wir schon mal auf jeden Fall genug Stein zum Arbeiten. So, wir machen da jetzt 4, 8, 12, 16, 20. Ich mache jetzt einfach mal die Steinmenge, die noch Platz haben im Karren. Da dürften eigentlich noch 3 Stacks reinpassen. Einen kann ich noch auf der Hand mitnehmen, dann nehmen wir das einfach mit. Ne? Also. So, machen wir hier mal weiter. So. Dann stellen wir einfach den Sand so her, dann passt das schon. Dann kriegen wir da das Glas-Skillbook, das passt ganz gut. Den kann ich auch gebrauchen. Hab dann zwar noch nicht die Skillpoints dafür, aber ich kann das Buch schon mal benutzen, das ist schon mal ganz gut. So. Zack. Und den auf der Hand, ne? Genau. Abfahrt. Aber wir haben hier so viele Materialien, die müssen alle mal verschmolzen werden. Also von daher macht so eine Schmelze Sinn. Ich meine, die baue ich offscreen. Also da gar keine Frage. Das ist ja. Ich glaube, die können wir schon. Kann ich schon alles? Ich glaube ja. Dann, wir haben ja noch ein bisschen Stein. Haben wir noch Stein, kann man ja hier schnell holen. Und dann baue ich auf der anderen Seite, da wo das Stockpile ist. Ne, quasi von, also quasi hinterm Haus, im Garten. Stimmt, da fehlt noch eine Tür im Garten. Von der Terrasse aus. Ja, okay, ja, ich hab, okay. Moment, wo ich hin? Da will ich hin. Die Wege müssen auch alle noch aus Stein hier mal gemacht werden. Und dann geht das schon. Bisschen Arbeit halt noch ist da. Klar. So, Steine. Vorsichtig, die jetzt nicht da reinpacken. Denn wir wollen erstmal 15 mal Sand in Auftrag geben. Und die letzten Steine packen wir damit rein. So. Das gleiche mache ich jetzt. Ich glaube, das ging doch. Ging das nicht über den. Wo sind die hin? Ach, jetzt geht's wieder. Das gesehen, jetzt hat er sie wieder reingezogen. Ich habe den Server nämlich auch mal neu gestartet. Hat also anscheinend ein bisschen gehangen. Kann ich doch bestimmt dem Research Table auch als Lagerort. Wo lagert der eigentlich gerade den Sand? Ach, der macht den Sand noch gar nicht, weil er jetzt die Steine erstmal. Okay, egal. Auf jeden Fall ist Glassworking dann fertig. Und bei dem. Ja, gut, das dauert noch einen kleinen Moment. Wobei, Quatsch. Moment, das Ding habe ich doch schon. Wir haben doch schon Mechanik, oder nicht? Stone, Wood,
Vertilizer? Haben wir schon das Mechanic Skillbook oder nicht? Smeltering? Basic Engineering? Bin eigentlich der Meinung. Wir haben zweimal Basic Engineering. Ah, wir haben doch. Hä? Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Na gut. Moment. Ich habe heute festen Meinung. Mechanic Skillbook. Na gut, so haben wir das also noch nicht gehabt. Okay. Kann mich ja auch mal täuschen, ne? So, aber, liebe Lüd, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.